Moin und herzlich willkommen zu Watch & Work. Watch & Work, das sind die Service-Videos von ContiTech für Kfz-Monteure. Dort erfahrt ihr, wie ihr Zahnriemen an unterschiedlichsten Fahrzeugmotoren wechseln könnt. Einfach, sicher und schnell. Die Videos zeigen die wichtigsten Arbeitsschritte für Profis. Sie dauern zwar ein paar Minuten, dranbleiben lohnt sich aber. Die Zeit holt ihr später bei der Montage locker wieder rein. Mein Name ist Stefan Meyer und ich zeige euch in jeder Folge einen anderen Fahrzeugmotor. Und um welchen es heute geht, das zeige ich euch jetzt. Heute habe ich euch einen Ford Focus aus dem Baujahr 2005 mitgebracht. Wir haben hier einen 1,6 Liter 66 kW TDCi Motor mit dem Motorkennbuchstaben HHDA. Wir benötigen dafür unser Wasserpumpenkit CT1092 WP1 und zusätzlich unseren Torsionsschwingungsdämpfer VD1094 und das Montageset MS08. Die Spezialwerkzeuge, die finden wir in unserer Toolbox V04. Bevor ihr den Motor auf OT stellen könnt, müsst ihr den oberen und unteren Zahnriemenschutz ausbauen. Dazu vorher den Schwingungsdämpfer ausbauen und die Schraube anschließend wieder verbauen, damit wir den Motor drehen können. Für die OT-Einstellung müsst ihr auf drei Markierungen achten. Wir haben zum einen unten an der Kurbelwelle einen Dorn, der abgesteckt wird. Zusätzlich die Kraftstoffpumpe auf ca. 17 Uhr und oben am Nockenwellenrad. Bevor ihr jetzt den Zahnriemen entspannen könnt und abnehmen könnt, müsst ihr noch den Sensor und die Führung für den Zahnriemen ausbauen. Nun müsst ihr die Spannrolle an der Schraube lösen und könnt den Zahnriemen entnehmen. Jetzt wieder aufgepasst. Bei der Wasserpumpe bitte nur die mitgelieferte Dichtung verwenden. Keine zusätzliche Dichtungspaste verwenden. Die Dichtungspaste kann sich lösen, kann zwischen die Wasserpumpe geraten oder den Kühlkreislauf verstopfen. Zusätzlich nur neues Kühlmittel verwenden und den Kühlkreislauf spülen. Jetzt geht's ans Komponententauschen. Zusätzlich überprüft ihr bitte die verbleibenden Zahnräder auf Beschädigung. Beim Verbau der neuen Spannrolle achtet ihr bitte darauf, dass unser U hier zwischen diesem Nocken sitzt. Den neuen Zahnriemen legt ihr im Uhrzeigersinn beginnend am Kurbelwellenrad auf und könnt dann, wenn der Zahnriemen aufgelegt ist, den Splint der Spannrolle ziehen. Nachdem ihr den Splint gezogen habt, müsst ihr am Imbus gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis unsere Einstellzunge zwischen der Aussparung steht. Nachdem ihr die Zahnriemenspannung korrekt über die Spannrolle eingestellt habt, entfernt ihr wieder die drei Arretierungswerkzeuge. Danach dreht ihr den Motor 10-mal in Motordrehrichtung durch. Beim Wiedereinbau des Sensors achtet ihr bitte darauf, dass wir den Sensorring nicht berühren und auf der anderen Seite wird die Zahnriemenführung wieder eingebaut. Beim Verbau des neuen Schwingungsdämpfers achtet ihr bitte auf die richtige Einbaulage. Wir haben hier eine Nut und dort eine Kerbe. Das muss einrasten, damit sich die Scheibe später nicht verdrehen kann. Bevor ihr den neuen Schwingungsdämpfer montiert, verbaut ihr wieder die Zahnriemenverkleidung. Für den Verbau des neuen Schwingungsdämpfers verwendet ihr die neue Schraube aus dem Montagesatz MS08. Die neue Schraube zieht ihr jetzt mit einem Drehmoment von 30 Newtonmeter plus 180 Grad fest und dazu muss das Schwungrad am Getriebe blockiert werden mit Hilfe dieses Dornes. So, jetzt habt ihr es fast geschafft. Jetzt müsst ihr den Motor nur noch komplettieren. Achtet dabei bitte auf die Herstellervorgaben, speziell auf die Drehmomente. Denkt dran, nach fest kommt ab. Bevor ihr das Schätzchen jetzt wieder auf die Straße lasst, denkt bitte an unser Qualitätssiegel. Verklebt unseren Wechselaufkleber gut sichtbar im Motorraum, damit der Kunde auch sieht, dass ihr Qualität verbaut habt.